Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Korbrunde. Einmal dabei Real Life mit dem Ralf. Hi Krabs und auch schönen guten Tag an dich. Einen oh, schönen guten Tag. Hingesetzt. Ich wollte die gar nicht. Was wollte ich auch nicht machen? Ich wollte den machen. Guten Tag. Guten Tag. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Action mitbekommen hier von der AFC. AFC heißt sie. Das sind, glaube ich, die jungen Leute, aber bis jetzt noch nicht so arg negativ aufgefallen. Von daher macht weiter so. Ansonsten haben wir auf der Fahndungsliste Champ stehen und den haben wir irgendwie auf dem Kicker. Wir wissen noch nicht, wo die Leute überfällt. Und zwar ist er die ganze Zeit dabei, Leute auszurauben. Jetzt werden wir uns mal ein bisschen um die Händler kümmern und gucken, ob wir den Typen finden können. Ansonsten, was haben wir hier? 4 Counts of Robbery, Counts of Manslaughter und Grand Theft, also beim Auto überfahren. Das heißt, wir fliegen weiter und gucken, ob wir den Typen irgendwo dingfest machen können. Ja, also das muss ja rein theoretisch an irgendeinem Händler sein. Richtig, welchen willst du als nächstes abfliegen? Wir Kupfer jetzt... und Eisenhändler vielleicht? Ja, wo ist der Typ denn? Hast du Koordinaten? Balota. In der Nähe von Balota. Ich weiß, das weiß ich. Das Airfield, was unten ist. Unten links auf der Map. Bist du schon wieder drin? Ja. Okay, alles klar. Sehen. Luftfahrzeug. Balota. Ist der in der Stadt oder wo ist der? Ah, da. Wir sehen. Der ist halt direkt neben dem Polizeiakku, ne? Ja. Okay. Wir fliegen mal die Straße entlang, vielleicht sehen wir noch was. Ja, alles klar. So. Ja, aber sitze ich nicht auf der Straße? Ja, bisher nicht. Bis auf sehr viele umgefahrene Begrenzungspfosten und hier ein kaputtes Auto. Ja, stimmt. Das ist ein Cop-Auto? Ja, hier sind Cops, warte mal. Das ist kein Kopf. Das war ein Kopf und ein Zivilist. Ich sehe noch nicht, das ist aber zu schnell. Flieg aber weiter, ist egal. Die sind ja schon da. Echt, ist der ist auch nicht Kinder? Als Kopf kennzeichnet, oder? Stimmt. Da unten steht David. Das heißt, der Kopf muss gestorben sein, oder? Ja, drehen wir um. Drehen wir um. Gute Idee. Und geh gleich runter. Boah, komm schon. Oh, das können wir besser hier. So, jetzt noch ein zweiter Wagen, der fährt aber durch. Das ist David. Das ist ein Polizeiauto, aber kein Polizist bei. Mhm. Hast du wohl eine Nachricht gesehen, dass irgendein Polizist umgebracht wurde? Nein. Aber da ist ein CN-Typ daneben von der Gang. Ja, achso, CN. Okay. Lande mal. Mach das Fahrzeug wieder auf, bitte. Okay, das ist auf. Doch gar nicht zu, oder? Ja, tschüss. Komm, jetzt sind wir auch da. Okay, gleich wieder voll die Action. Wir kommen gerade mit dem Heli runter, das ist voll die Action. Aber bitte sofort mal stehen bleiben hier. Herr Black Vaga, bitte mal stehen bleiben. Danke. Haben Sie denn beobachtet, was hier gerade passiert ist? Ja. Ja, ist gut. Der rote, da war der Freund, der war hier, der ist so schnell gefahren, ist hier muss in der Gegend gefahren. Der wollte das Fahrzeug reparieren im Busch. Ich glaube, ihr Kopf, der hat das nicht gesehen. Ist auch zu schnell in der Gegend gefahren, das Auto flog hin. Euer Kollege und Hallo. Mein Freund ist der, die leider noch gekommen, aber ich habe die Sachen von euren Kollegen noch dabei. Ich wollte die abgeben, nicht wenn jemand Pump. Kommt. Im Zeit. Mark. Scheiße. Entschuldigen Sie, ich muss mal ganz kurz, ich kriege gerade eine Durchsage im Sidechat, die leider das Gespräch stört. So, Herr Black Welger, wir haben uns ja heute schon öfters gesehen. Ist komisch, dass Sie schon wieder hier stehen. Dass wir uns aber so oft treffen heute. Was ist denn los mit Ihnen? Sie ziehen das Unglück an, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, wie keine Ahnung? Sie sind noch hier. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht eine magische Anziehungskraft. Ist auf jeden Fall sehr skurril. Wir werden Sie auf jeden Fall im Auge behalten, mein Freund. Ja, ich habe noch Sachen von Ihren Kollegen. Soll ich Ihnen einen von Ihnen geben? Ja, das können Sie meinen Kollegen hier bitte geben. Wir müssen nämlich leider schon wieder weiter. Okay. Also, Sie können aber gerne nochmal den Polizistenkollegen von mir die Situation erklären, wie Sie sie gerade gesehen haben und das Ganze nochmal schildern. Und dann werden die Kollegen auch überprüfen, ob Sie denn straffrei davon kommen. Weil ich habe da so bei Ihnen immer so ein ungutes Gefühl. Aber ich wünsche Ihnen dennoch einen schönen Tag. Okay. Okay, auf Wiedersehen. Also, der Rot... Okay, ciao. So, ja, also der Rote war...
Klappst du, bist so still heute. Ja, ich schreibe auch die ganze Zeit und guck, was da ist. Es sind 8 bewaffnete Spieler. Mit wem schreibst du denn? Der eine, der das gerade durchgesagt hatte. Okay. Die sagen gerade, es sind 8 bewaffnete Spieler in Elektro. Alles klar, ab geht's. Warte mal ganz kurz, ich sag's dir nochmal, ja? Ja. Liebe Kollegen, okay, nochmal ganz kurz. Weiter zu einer Schießerei. Genau, Elektro, alle los, ja, bitte. Das hast du selber mitbekommen. Danke, ja, genau. Wunderbar. Lassen Sie bitte Oberhalb von Elektro. Machen wir. Wir sollen im Norden von Elektro landen. So, dann. Ja, ist schon okay. Tut mir leid, wir müssen los. Vielleicht okay. Gebe ich mitnehmen vielleicht nach Elektro? Einsteigen. Ja, ja. Ralf. Ja, ja. Bin schon da. Mir standst du erst ein Handy angeguckt. Ja, ich habe es im Metallhaus aufgemacht. Das geht ja schnell aus. Nördlich von Elektro, das heißt Drogendealer oder da ist der Straßen gerade alle in die Stadt rein. Ne? Wir haben auf jeden Fall schon einige Cops da drin. Ich würde sagen, wir fliegen Drogendealer, das wäre 104, 128. Kann ich navigieren, wenn du willst. Aktuell fliegst du genau richtig, ja. Ich würde sagen, wir bleiben mal ein bisschen. Ja, gut, das Sidechat funktioniert nicht richtig, das heißt, wir werden Schwierigkeiten haben, mit den Bodentruppen in Kontakt zu treten. Da ist er schon wieder. Ja, ich würde sagen, wir landen hier bei der Fabrik, oder? Ja. Gehen wir hier kurz ein bisschen gucken. Alter, das Ding will aber auch nicht nach unten, ne? Ich würde dir empfehlen, immer so genau so zu landen. Jetzt Y zurück nach vorne die ganze Zeit und dann eine Kurve zu drehen. Eine Steilkurve, so. Die würde ich nicht mehr immer nach rechts und links drehen. Warum fährt denn da unten lang hier der Typ, ey? Weiß es nicht. Aber weiß ich auch nicht. Aber ich sehe auch nichts um uns rum hier. Auf jeden Fall die Sirene an. Ganz viel da vorne. Also wo ist ganz vorne ganz viel? Am Marktplatz, da wo die ganzen Cops sind. Ja, okay. Und was macht der Cop unter uns mit der Sirene hier? Weiß ich nicht. Ich sehe ja niemanden. Den Händler oder was? Ah, da, ja, hier steht irgendwas. Ja gut, das ist aber die Person, die da einfach steht. Warte, ich würde dich dann nicht an, Achtung, Strom. Okay, dann fliegen wir ein bisschen in die Stadt noch rein. Okay. Wir sind auf jeden Fall nördlich, aber das ist jetzt auch im Kopf, von daher brauchen wir nicht hier sein. Ich wollte hier ein bisschen weiter rein. Na gut. Ja. Aber hier, das ist auch. Ja, wenn ich. Ja genau, landen wir erstmal hier. Sieht sicher aus. Scheint so, als würden die aber alle wieder ein bisschen abgucken hier, ne? Hast du zugemacht? Ja, ne? Ja, hab ich. So, den lassen wir mal da stehen, den Kumpel, und sind erstmal zu Fuß weiter unterwegs. Jetzt schauen wir mal, ob wir da vorne irgendwas sehen. Also 8 bewaffnete Leute in Elektro. 3 Cops sind noch da, zumindest sehe ich die da vorne. Oh Gott, ich wäre so froh, wenn wir bei Epoch dieses Team hier funktionieren würde, ey. Das wäre so cool. Ich vermute, dass es sich schon fast erledigt hat. Mhm. Trotzdem, wir können mal hingucken. Es lohnt sich immer mal zu schauen. Aber was war jetzt hier? Spring nochmal C. Ich hab schon wieder vergessen. Ja. Leertaste? Ah, Leertaste war es. Genau. Wing war C? Das können wir leider nicht machen, weißt du? Weil der verstößt gegen die Regeln. Bei mir ist kein Springen C. Wenn der Junge wüsste, den Herrn Sullivan fragen. So. Der auch gerade wegfährt, oder nicht? So, guten Tag. Gibt's denn hier ein Problem? Yeah. Nein, Herr Ralfinger. Komme ich jetzt im Fernsehen? Was ist nein, Herr Ralfinger? Gibt's ein Problem oder ist es einfach nur eine Versammlung von netten Leuten, die hier zusammen Tee trinken wollen? Das ist nur eine Versammlung von netten Leuten, die aber Bier trinken, kein Tee. Bitte Sie immer noch mit Shift H die Waffen zu holstern. Können Sie bitte die Waffen auf dem Rücken tragen? Da würde ich ein bisschen wohler fühlen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Keine Angst. Komme ich jetzt trotzdem ins Fernsehen? Krebs, wo bist du gerade? Hier neben dir, direkt hier mitten drin. Was ist das denn jetzt? Warten Sie jetzt auf Medikamente oder trinken Sie hier Bier oder Kaffee oder Tee oder was auch immer? Wir trinken auch Bier, währenddessen wir warten. Klar. Ach so. Wer ist denn hier noch drin? Muss ich gerade nicht mehr. Das ist öffentliches Gelände, die werden uns hier wegschicken. Ah, den kannst du rausziehen. Der steht auf der Verhandlungsliste, der Typ, der Gustav.
Er hier vor ja, mir ja, oder ja, was? Ja, definitiv der, ja, steht auf der Fahndungsliste. Vor 4, dann wisst ihr doch, Leute. Okay. Habe ich mir gemerkt, ich sag dir auch gleich warum. Alter. Und zwar wegen Manslaughter 8500. Der Kollege hört sie nicht, er ist taub. Wann ich krieg deine Waffe? Hallo. Kannst du den Typen rausfinden? Ich weiß es nicht mehr. Mit einem Shift R. Machst du das hier? Nee, mach du mal. Nee, ich weiß nicht mehr, welche Taste. Shift R. Nein, er ist taub. Er ist auch gerade nicht anwesend im TS. Ah, er ist doch nicht so taub. So, ganz kurz, die Kollegen hier mal bitte, entfernen sich mal bitte von der Person. Der Herr Gustav wird nämlich gesucht. Bitte mal ein Stück zurücktreten. Ja. Noch ein Stück bitte. Gehen Sie mal ein bisschen bitte, alle auf die Straße, Richtung Straße bitte. Ja, das ist okay, aber es ist eine polizeiliche Untersuchung hier. Das ist jetzt völlig uninteressant, ob das hier Helikopter ist oder nicht. Herr Reifinger? Ja, bitte. Das ist meines Wissens nach, glaube ich, ziemlich unklug, dass Sie ihn jetzt vor versammelter Mannschaft abschleppen wollen, weil ich sehe hier mindestens 1, 2, 3... Sagen Sie mal ganz kurz, haben Sie Eier in der Hose oder haben Sie keine Eier in der Hose, Herr Polizist, ja? Wir tun den Kerl jetzt hier verhaften, gut ist. Ihre Waffe runter hier. Wir haben alle unsere Waffen auf. Krebs, redest du schon mit dem? Nee. Der ist ja nicht da, haben sie gesagt. Na egal, er steht trotzdem auf der Verdachtsliste. Noch haben wir die Waffen auf dem Rücken. So. Also hier wird es wahrscheinlich keine Probleme geben. Die Person steht wie gesagt auf der Fahndungsliste und da er nicht anwesend ist, müssen wir ihn leider mitnehmen. Vom Fahrzeug wieder weg. Man kann das ja auch mit einem kleinen Ticket lösen, oder nicht? Reden Sie bitte wieder vom Fahrzeug weg. Guck mal, aber die hören doch alles so super. Und dieser Cop da vor uns, was war denn mit dem los? War der sich auf die Seite von den Rebellen geschlossen? Hallo, was ist denn hier los? So, Herr Gustav, schön, dass Sie da sind. Krebs, red du doch mal mit ihm, bitte. Ich schau mal ein bisschen auf die Straße. Der heißt Gustav. Können Sie bitte zurück auf die Straße gehen? Hier, wenn Sie sich jetzt nicht sofort entfernen, bitte. Ja. Gustav. In meine Blickrichtung aber bitte. Im Entenmarsch. Hopp, hopp. Gibt's denn einen Blick? Darf ich vielleicht mein Auto, was da drüben noch steht, schnell abholen? Ja, fahren Sie damit jetzt aber weg. Ja, hatte ich vor. Was los, Herr Crabstone? Ja, dann aber hopp. Er hat was gesagt. Was los, das hat er gesagt. Ach so, RPG ist los, alle... Wir schicken noch ein paar Notrufe. Okay, fertig. Nein, ich leider kein Wort, ey. Du hast von mir gesagt, der steht auf der Wartungsliste. Ja, hat er was geantwortet? Ich höre nichts. Nee, der Bus ist noch so laut, aber der fährt gleich wieder weg. Wir müssen kurz warten, bis hier ein bisschen weniger Lärm ist. Ich weiß auch nicht, was das so kostet. Na gut. Nee, klasse, oder? Der hat auch gebracht. Manslaughter war das, ne? Kannst du ja mal befragen, wie es dazu kam, ob er eine AP-Ausrede hat oder so. Die Chance muss ihm schon geben. Ja. Alter, nervt das der Bus, ey. Müssen kurz warten. Müssen wir einfach warten, bis der Bus wieder weg ist. Wie bist du auf? Bus? Ja, da. Scheiße, Bus. Ist voll laut, ne? Wir müssen mal ganz kurz warten, bitte. Der Bus ist so laut, dass wir uns nicht verstehen hier. Wir können doch kein Mensch mehr ein offizielles Gelände. Herr Philips, können Sie jetzt einmal bitte die Schnauze halten? Ich werde sehr verbunden. Dankeschön. Das ist ja ganz Ich bin auch nicht nett. Ja, ich kann Sie da nicht verstehen. Das ist Beleidigung, aber die so laut Sie halten jetzt mal die Schnauze, ja, sonst nehmen Sie auch gleich fest. Der Reifen. Da brauchen Sie gar nicht so zu lachen mit dem komischen Zirbelbart, den Sie sich angeklebt haben. Ist jetzt mal Ruhe im Karton hier, oder was? So, ich hoffe jetzt ist Ruhe. Wie kam es dazu, dass Sie jemanden umgebracht haben? Herr Gustav, verstehen Sie uns? Das kann ich Ihnen erklären. Ja. Ich kann es Ihnen erklären. Gustav, sei mal ruhig. Herr Salim, kommen Sie mal bitte her. Nee, warten Sie mal, da kommt keiner her, wir müssen hier laufen. Nee, warten. Sie befehlen hier erstmal gar nichts, ja? Sie fragen mich, ob Herr Salim kommen darf. Verstehen Sie mich? Ich werde Ihnen das erklären. Ja, warten Sie mal. Ich bin die Autorität auf diesem Platz. Alito, kommen Sie mal her. Was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie nicht verstanden? Wer hätte sagen, hat auf dem Platz? Ja, hallo? Ich will doch mich gerade äußern hier. So, Sie warten jetzt mal schön hier.
Also, wenn mein Kollege gerade jemand befragt, dann haben Sie erstens mal nicht... Ja, jetzt können Sie mal bitte ruhig bleiben. Mein Kollege befragt da jemanden, dann kommen Sie angerannt und wollen irgendwas erzählen und laden auch noch Leute dazu ein. So funktioniert das nicht, ja? Sie müssen warten, bis wir Ihnen das erlauben. Das haben Sie nicht gemacht. Lassen Sie mich jetzt mal ausreden. Ich bin noch nicht fertig. Und das nächste Mal bitte ich Sie, mich zu fragen, ob Sie sich einmischen dürfen. Nicht einfach herzurennen und nämlich Leute einzuladen, okay? Jungs, vielen Dank. Jungs, die anderen Kopf platzieren Sie dich. Also, warten Sie. So, dankeschön. Und jetzt warten Sie bitte kurz, bis mein Kollege fertig ist. Ja, und dann bitte. Rufen Sie gerne dazu. Kein Problem. Alter, jetzt kommt der nächste mit der Serie, ich drehe durch, Alter. Ja, Fisch. Die haben auf jeden Fall eine Kokain-Ausbildung. Ich durchsuche die einfach ohne. Natürlich, untersuch den mal. Ich such den. Ja, wollt ihr mich jetzt auf seiner Funke kennen? So, Herr Gustav, ich hoffe, wir können das Gespräch noch weiterführen. Ja. Und Herr Wampo, bitte nehmen Sie mal ein bisschen Abstand, ja? Vielen Dank. Kann doch nicht so schwer sein, den Typen zu befragen, Mann. Wir werden doch schon längst wieder weg. Der sagt auch nichts, der ist ultra leise. Herr Gustav, verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe Sie. Ah, wunderbar. Dann reden Sie eigentlich gerade mit meinem Kollegen, oder? Weil ich verstehe kein Wort. Also ich höre zumindest nicht, dass Sie irgendwas sagen. Ich verstehe Sie einwandfrei. Okay, das ist schon mal super. Verstehen Sie denn meinen Kollegen? Hörst du das, Krebs, was er sagt? Ja, ja. Okay. Ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. Und ich kümmere mich jetzt mal um Ihren Kollegen. Warum ist denn Alter. Jetzt hier? Oh, jetzt kommt auch noch Nebel, ey. Willst du mich verarschen, ey? Das Nebel? Das Nebel. Es war Notwehr! Ja, erklären Sie das mal kurz meinem Kollegen, okay? Vielen Dank. Notwehr. Warum? Seppe, das ist doch beim Wechseln von den Magazinen aus unseren Waffen damals oben im Wald passiert. Mann, das war doch ein Versehen. Erklär's ihm doch. Ja, der glaubt mir ja nicht. Ja, du musst es ihm nur erklären, du redest nicht. Du hast ja wieder gespaltene Zunge. So, Sie werden jetzt mal hier an den Baum gestellt, an den stillen Baum, und dürfen mal legen, was Sie gerade falsch gemacht haben. Danke, Emma. Ja, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ja, quatschen Sie doch immer daneben, dazwischen. Lassen Sie mal den Typen, den wir da hinten festgenommen haben, erklären, was los ist. Woher wollen Sie denn wissen, was er das getan hat? Das ist mein Bruder. Ja, aber auch Ihr Bruder kann selber reden. Nein, denn ich hab doch die... Ja, was soll ich hab sagen? Doch die Vollmacht, er ist doch blöd. Er ist geistig behindert. Ja, das merkt man auch an ihm, glaube ich. Sag mir mal, warum du jemanden umgebracht hast. Okay. Weiß ich nichts davon. Schieb mich weiter. Soll ich ihn helfen? Ja. Schieb mich weiter. Alter, was ist denn das? Ist das? Redet ihr überhaupt oder was machen die denn hier? Ja, ich glaub, guck mal, da ist Jesse James, das ist ja nicht, glaube ich, ne? Okay. Ja, nee, er sagt, er weiß es selber nicht und so. Was mache ich jetzt mit dem? Soll ich ihn mitnehmen? Wie du willst. Oh. Ich hätte jetzt mal einen Strafzettel. Gut, dann nehmen wir sie jetzt mit. So, Sie kriegen jetzt einen Strafzettel wegen, weil Sie sich einfach eingemischt haben und nicht gefragt worden, okay? Bitte Sie es zu unterlassen das nächste Mal. Ja. Aber es tut mir leid, ich habe doch die Vollmacht für meinen Bruder. Ja, das können wir auch gleich nochmal klären. Wir müssen nur erstmal mit ihm reden lassen. Wo unser Helikopter steht, kommst du mit? Nein, er kann ja nicht reden, er ist ja blöd. Also der kann schon ganz gut reden. Ich habe ihn selbst gefragt und er konnte mir auch antworten. Von daher, glaube ich, tischen Sie uns hier eine Geschichte auf. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich den Heli geparkt habe. Es ist zu neblig. Ja, ist kein Problem. Aber wie gesagt, auch dann kann er mit uns reden. Sorry, ich muss gerade mit dem SAP-Zeile machen da. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich den Heli geparkt habe. Du, das weiß ich noch. Wir müssen einfach Richtung, doch, da bist du richtig. Genau, da bist du richtig. Freund von dem Kopf oder nicht, aber Waffe holt. Irgendwo hier ist der. Danke. Ja. Ach, da. Weißt du, von mir rennt die ganze Zeit einer rum, der ist Jesse James, aber das ist nicht der James, den ich kenne, glaube ich. Nee. So. Wie das jetzt? Schlagnahme probieren. Also was halt natürlich immer schwierig ist in dem Spiel, liebe Zuschauer, wie ihr gemerkt habt, bei Lautstärke, ne? Wenn es immer laut wird, so, da wird's echt übel, ey. Krebs, du musst noch was essen und was trinken, glaube ich, genauso wie ich. Nicht, dass ja, ich weiß nicht, wie ich den hier reinpacke. Ohne Witz, ich kann mein eigenes Fahrzeug durchsuchen und so. Doch, Hilfe! Sagt er denn, redet er gerade noch mit dir oder ist der einfach... Nee. Weil dann lassen wir den auf jeden Fall frei. Den können wir in Ruhe mit dem unterhalten. Er ist im Fahrzeug drin. Okay. Jetzt kommst du mit? Ja, bin schon da. Ich versuche dann mit dem mal in-game zu reden.
Ja, mach das. Ich flieg uns nach Tscherno Hauptquartier, ne? Gefängnis und so. Ja. So, hören Sie mich, Herr Gustav? Herr Gustav, ich bitte Sie, Sie haben doch jetzt eine Möglichkeit, sich zu erklären, was denn hier gerade schiefgegangen ist. Ansonsten müssen wir Sie nämlich leider, einbuchten. Meli ist natürlich... Ich habe gar nichts gemacht. Ah, sehr gut. Ja, das ist leider falsch. Dem muss ich widersprechen, Sie stehen auf der Fahndungsliste und die Fahndungsliste lügt nicht. Ja, aber Sie wissen doch gar nicht genau, was vorgefallen ist, oder? Sie waren ja gar nicht mehr, also können Sie nicht davon ausgehen, dass ich unbedingt der Täter bin. Ja, ja, natürlich. Erzählen Sie das Ihrem Bruder. Das heißt ja, ja. Das heißt ja, ja, es sind zwei Buchstaben aus dem Alphabet aneinandergereiht. Es gibt ein Wort. Waren Sie dabei? Wissen Sie, das Witzige ist ja wirklich, dass Ihre Aussage, alles was Sie sagen, gegen Sie verwendet werden kann, ja? Und dieses Rausreden bringt weder Ihnen noch Ihrer Familie etwas. Ich werde mich dann nochmal mit Ihrem Bruder über Sie unterhalten. Super, jetzt wieder still. Scheiß Nebel, ne? Ach, ich finde gar nicht so schlimm. Was sind deine Frames? Ja, nee, klar, aber zum Fliegen jetzt nicht so geil. Also ich sehe... Achso, du willst zum HQ fliegen, ne? Ja, genau. Dann bremsen jetzt. Geh jetzt mal runter und bremst. Fliegst genau drauf zu. Ist genau geradeaus. Ja. Super. Herr Gustav, wir klären es gleich, wenn wir am Boden sind, okay? Aber in dem Fall... Ja. Wunderbar. Mein Heli ist einfach zu laut. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, während Krabs die Landung oder zur Landung ansetzt und wir diesen Delinquenten hier in Gewahrsam nehmen, machen wir eine kurze Pause, sehen uns in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, wie lange der Nebel hier hält, weil das habe ich so auch noch nicht gesehen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.